Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine nähere Betrachtung des Einspielers bei Maybrit Illner ganz am Anfang der Sendung. Wie sie versucht, damit Propaganda zu machen, es aber so auffällig und plump gemacht ist, dass es wahrscheinlich eher nach hinten losgeht. Das gilt auch für die weitere Führung der Sendung. Es ist schon unglaublich dreist, was sich Illner und andere mittlerweile trauen. Ganz zu Anfang wird Gauland der Vorwurf gemacht, dass er den Begriff Corona-Diktatur verwendet habe und dass wir ja sozusagen in der besten Demokratie aller Zeiten leben. So. Interessant ist, dass ich Sie danach überhaupt nicht gefragt hatte, Herr Gauland. Ich wollte nämlich von Ihnen wissen, ob wir jetzt in einer Merkel-Diktatur angekommen sind und sogar in einer Corona-Diktatur. Es ist aber so offensichtlich, die Sendung ist offensichtlich so gemacht, dass eigentlich wirklich jedem, der das anschaut, klar sein muss, dass das nicht demokratisch ist, was wir hier sehen. Dass das Hetze ist, das ja eigentlich an die DDR erinnert oder an was weiß ich was. Aber dass das nicht demokratisch ist. Wie man das dann genau nennt, gelenkte Demokratie oder was auch immer, es ist auf jeden Fall vollkommen klar, dass der eigentliche Sinn, das was Demokratie darstellen soll, Meinungsfreiheit, dass Illner das bewusst mit Füßen tritt. Es geht schon damit los, wie Gauland in die Ecke gedrängt wird mit dem Begriff Corona-Diktatur und der Sorge der AfD um die Maßnahmen und um die Zukunft der Demokratie in Deutschland. Da wird dann die AfD, wird Gauland als total doof und aussätzlich hingestellt. Und am Anfang scheint es so, dass Gauland nichts dagegen sagen kann. Er ist relativ ruhig, relativ passiv. Ich habe mir dann schon gedacht, oje, das ist ja, läuft ja wieder nicht so gut. Aber dann kam Gauland mit Heribert Prantl und konnte dann ganz einfach das zerlegen, konnte das ganz einfach kontern, dass ja Heribert Prantl, der bestimmt kein AfD-Sympathisant ist, das auch ähnlich sieht, eigentlich genauso sieht, dass er diese Maßnahmen, dass er da große Sorge hat. Aber ich bin hier gerade heftig kritisiert worden, das heißt die Partei. Nehmen Sie doch mal jemand ganz anders, von Heribert Prantl aus der Süddeutschen Zeitung, der ganz ähnlich formuliert wie wir und sagt, ja. Da würde er sich, glaube ich, gegen verwehren, dass er ganz ähnlich formuliert. Nein, nein, das tut er überhaupt nicht, sondern er gibt zu, dass die Freiheitseinschränkungen so wie noch nie in der Bundesrepublik war und dass diese Freiheitseinschränkung eine Gefahr bedeutet. Und er sagt ganz deutlich, diese Freiheitseinschränkung wird sozusagen als Modell verwandt für weitere Freiheitseinschränkungen. Aber das ist doch interessant, die ostdeutschen Bürger haben doch viel krassere Freiheitseinschränkungen erlitten. Herr Günther, ist es nicht deswegen nicht so albern, weil Sie es albern finden, nee, sondern viele Juristen sehen das genauso kritisch. Es ist kein AfD-Thema. Leider nicht die Entscheidenden, die gerade darüber entschieden haben. Auch die FDP hat das so gesehen. Ganz anderes kritisch. Im Grunde war es von Illner eine Steilvorlage für Gauland, weil das konnte er wirklich leicht kontern, indem er eben aufzeigt, dass ja, die Altmedien da nicht in einer Linie sind. Dass es da Ausreißer gibt und da musste er nur Prantl heranziehen, dann konnte er das schon kontern. Ist das in Ihren Augen okay oder würden Sie auch sagen, Hans-Georg Maaßen, da ist die Brandmauer aber schon dunkelrot? Weiter ging es dann mit der Diskreditierung von Maaßen. Er wurde dargestellt, also er wurde mit den unmöglichsten Adjektiven betitelt. Figur, glaube ich, und er wurde rechtsaußen und alles Mögliche. Das mag aber wahrscheinlich noch am ehesten verfangen haben. Aber auch hier wird deutlich, es wird eigentlich überhaupt kein Beweis geliefert. Es wird so getan, Hans-Georg Maaßen ist sozusagen auch Rechtsextremist, ist unmöglich. Hier wird eigentlich auch schon der Beweis geliefert, dass es eben nicht die AfD allein betrifft, sondern dass es ein grundsätzliches Problem ist. Dass es eben nicht an der AfD liegt, dass es den Flügel gibt, dass es Leute, eine fragwürdige, mehr oder weniger, oder wie die Altmedien das hochstilisieren wollen, was sie ja bei den Grünen gar nicht machen. Bei den Grünen, die ganzen Leute waren ja früher bei den Kommunisten, das wird hier überhaupt nicht thematisiert. Aber die Medien wollen ja immer den Eindruck erwecken, ja, es liegt nur an ein paar Leuten, die AfD muss das abstellen und wenn sie das abgestellt haben, dann ist alles gut. Hier wird eigentlich der Gegenbeweis geliefert. Also Illner macht es so dreist und platt, dass sie selbst den Gegenbeweis liefert. Eigentlich schon so zeigt, ja guckt her, wir machen hier auch Maaßen kaputt, schreiben ihn kaputt, wir haben eigentlich gar nichts gegen ihn. Er hat eine lupenreine Vita, er wurde früher immer hoch gelobt, jetzt hat er die falsche Meinung.
jetzt machen wir ihn auch schlecht. Aber werfen wir jetzt einen genaueren Blick auf den Einspieler, der aus meiner Sicht ein wirklicher Skandal ist, dass sowas im Fernsehen läuft. Also das ist ein neuer Tiefpunkt. Der Osten tickt anders. Immer noch. 30 Jahre und unzählige GroKos, Kenias und andere Verhinderungskoalitionen später. Der rechte Rand reicht weit in die Mitte. Wer in diesen Zeiten nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, der macht irgendwas verkehrt. Die AfD könnte am Sonntag stärkste Partei in Sachsen-Anhalt werden. Zunächst ist die Uhr auffällig. Sie tickt nicht anders, wie genannt, sondern sie tickt rückwärts. Und rückwärts ist falsch. Das heißt, bei uns im Westen, da ticken die Uhren vorwärts, in die richtige Richtung, und im Osten rückwärts. Das heißt, da wird ganz klar gesagt, die Ostler, die sind nicht mehr ganz zusammen. Also die ticken nicht ganz richtig. Eigentlich so wird es richtig dargestellt. Sie ticken nicht richtig. Das ist eigentlich schon eine unglaubliche Beleidigung. Auch wirklich dreist, autoritär, dass man jetzt dem ganzen Osten sagt, er würde nicht richtig ticken. Das ist also unglaublich eigentlich. Dass sowas in einer Demokratie, dass in sowas in einer Demokratie gesendet werden kann. Und dann schauen wir uns diesen Grauschleier an. Durch diesen Grauschleier wird jedes Bild hässlich gemacht. Wir sehen hier ein Haus, mit das eigentlich die Sonne scheint, schön grün. Und durch dieses Grau wirkt es trotzdem hässlich, angsteinflößend. Es ist eigentlich wie so in einem Horrorfilm. Und dann sieht man diese ganzen Leute mit diesem Grau. Es sieht chaotisch aus, hässlich aus, verfallen aus. Jedes Bild, das mit diesem Grauschleier kontaminiert ist, kann man sagen. Und es ist ja schon die Hälfte des Beitrags läuft ja mit diesem Grauschleier. Und sagen, jedes Bild, das man da sieht, dann wird schlecht gemacht. Es wird aber auch etwas subtiler. Hier bei Jens Meyer wird der Rotton ein bisschen rausgenommen. Also man sieht, das Bild ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig bläulich. Dazu kommt ein blauer Hintergrund. Und wenn man einem Bild das Rot entzieht, dann fehlt dem Bild natürlich die Wärme. Das heißt, das Bild wirkt kalt, Jens Meyer wirkt kalt. Vizelandeschef ist Hans-Thomas Tillschneider. Darauf wollen uns die Globalisten ja vorbereiten. Das ist der Sinn der Maskenübung. Wir sollen uns als Arbeitstiere damit begnügen, Profit für die internationale Hochfinanz abzuwerfen. In diesem Bild hier sehen wir so merkwürdige Streifen. Was haben diese Streifen in diesem Bild verloren? Es erscheint sehr unwahrscheinlich, dass diese Streifen von der Aufnahme kommen, sondern das wurde nachträglich eingefügt, um die Wirkung des Bildes zu verändern. Hier wird heimlich versucht, die Psyche der Leute zu manipulieren. Querdenken mit einer Prise Antisemitismus. CDU-Ministerpräsident. Dann jetzt nach der Hälfte wird dieser Grauschleier weggenommen. Und jetzt denkt man sich, ah ja, okay, jetzt ist es ja fair. Jetzt sieht man ja Björn Höcke und andere, sieht man jetzt richtig gut im Bild. Aber hier kommt dafür ein anderer Trick. Also erstmal hätte auch. Und zusätzlich dazu, was noch wichtiger ist, wird wieder ein kontaminierter Begriff verwendet. Das heißt, hier wird dieser Begriff verwendet, dann sehen wir Höcke. Der Zuschauer stellt eine Verbindung her. Denn Haseloff ist ein Getriebener. Schuld an seiner Misere gibt er der Bundesnotbremse. Da brauchst du nicht so eine komischen Gesetze zu machen, die hinten und vorne nicht stimmen. Ob man so AfD-Wähler zurückholt? Und hier sehen wir auch noch ein interessantes Bild. Es wird hier eine AfD-Kundgebung gezeigt. Aber wie sieht das Bild aus? Wie ist das Bild gestaltet? Man sieht im linken Teil des Bildes Leere. Man sieht eine einzeln stehende Box, dann der Wagen, diese Tür, ein Stativ und vor allen Dingen in der Hälfte des Bildes steht da kein Mensch. Es sieht einfach nur irgendwie ein bisschen hässlich aus. Und rechts stehen eine Handvoll Menschen. Wird sozusagen suggeriert, die AfDler, es will sie keiner hören. Sozusagen hier wird ein Bild genommen, vor oder nach der Veranstaltung, wo kein Mensch mehr da ist, wo niemand zuhört, wo das auch alles irgendwie hässlich aussieht. Wie schon bei der MDR-Wahlarena ist natürlich das Bild des Redners auf der Veranstaltung nicht groß zu sehen, sondern man sieht es nur klein aus der Ferne. Gesichtszüge sind nicht zu erkennen. Man hätte ja genauso gut auch eine Nahaufnahme nehmen können mit einem etwas größeren Bild, wo man das Gesicht genau sieht. Aber so ein Bild hat man genau nicht genommen. Pessimistischer sieht es CDU-Mann Wanderwitz. Die Menschen im Osten seien diktatursozialisiert und auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen.
Fazit des Ostbeauftragten: Man könne nur auf die nächste Generation hoffen. Bei den Altparteienpolitikern hingegen ist alles wieder ganz normal. Sie sind wieder groß zu sehen im Bild, ihr Gesicht erkennt man deutlich. Auch Wanderwitz, ganz am Ende mit seinem Zitat, ist ganz groß zu sehen. Die Intention von diesem Zitat war natürlich nicht, hier indirekt Wahlkampf für die AfD zu machen, sondern im Grunde ist es nur das Resümee des ganzen Beitrags, was hier dargestellt wird, mit dem Grauschleier, mit der ganzen Bildgestaltung. So seht ihr, das hier ist der Abschaum. Die Wähler, die die AfD wählen, am besten mit Mistgabeln auf sie losgehen, sie sind keine Menschen. Lasst uns gegen sie hetzen, lasst uns sie fertig machen. Sie sollen aus den Berufen gedrängt werden. Das ist eigentlich das, das ist die Intention dieses Beitrags. Das ist natürlich faschistoid. Das erinnert an Deutschland vor 80 Jahren. Das ist genau die gleiche Aggressivität. Und das Perfide ist natürlich, dass genau das, was sie der AfD vorwerfen, genau das machen sie selbst. Und sie machen es so, sie probieren Gehirnwäsche zu betreiben und das sollen die AfDler, sollen sich selbst die Schuld geben. Also das ist dieses Gaslighting. Man mobbt den anderen und redet ihnen noch ein, er ist selbst schuld, dass er gemobbt wird. Und man selbst stellt sich als hervorragend dar, man ist es gar nicht. Es ist also pures Mobbing, was hier betrieben wird. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Und man kann nur sagen, wehre den Anfängen. Hier muss entschlossen Widerstand geleistet werden, wenn die Demokratie erhalten werden soll. Die Vorwürfe müssen zurückgewiesen werden, so wie es Gauland hier zum Glück gemacht hat. Wenn das nicht geschieht, wenn man das durchgehen lässt, wenn man diese Vorwürfe so halb stehen lässt, wie es leider Weidel gemacht hat, dann legitimiert man diese Hetze. Und es wird unterschätzt, aber diese Leute, sie probieren, die AfDler davon zu überzeugen, dass in den eigenen Reihen, dass die Leute schuld sind, dass es ihnen schlecht geht. Und das machen sie mit Erfolg. Das sieht man ja an dem ganzen Streit in der AfD. Oder überhaupt an dem Streit in der Opposition, ob es jetzt AfD ist oder sonst wo ist. Es wird dieser Streit reingetragen, es werden Dinge in den Mittelpunkt gestellt, die Leute gehen aufeinander los und geben sich selber die Schuld. Und die Altmedien und die ganzen Leute, die das hineingetragen haben, sie lachen sich kaputt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Über Spenden bin ich sehr dankbar. Sie helfen dabei, dass der Kanal weiter betrieben werden kann. Ich schalte hier natürlich Werbung, aber das Geld, das reicht nicht aus, um den Zeiteinsatz, dass es sich lohnt, dass man davon leben kann. Also alle, die spenden, helfen dem Kanal sehr. Vielen Dank. Macht's gut.